Ja, ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser Live-Session im WMOOC. Heute mit Paolo Ravalli, Dr. Paolo Ravalli, seines Zeichens Director Corporate Learning bei der Mediacom GmbH, einer großen Mediaberatungsagentur. Aber ich denke mal, Paolo, du sagst wahrscheinlich selber noch ein bisschen was zum Hintergrund deiner Organisation und deiner Tätigkeit dort. Sein Thema ist ein ganz spannendes, wie ich finde. Vordergründig geht es eigentlich um ein IT-Thema, nämlich um die Einführung einer unternehmensweiten Plattform für Wissensmanagement, für Kollaboration, für Wissensaustausch. Tatsächlich geht es aber um den Faktor Mensch im Wissensmanagement. Also wie begleite ich eine solche Einführung und wie kann ich sie nutzen, damit am Ende tatsächlich so etwas entsteht wie eine Wissenscommunity. Kennengelernt haben Paolo und ich uns im Rahmen seines Aufbau oder zusätzlichen Studiums an der Uni Duisburg-Essen. Da hatte er das Modul Wissensmanagement bei mir und die Studierenden müssen da immer ein Konzept für ein eigenes Beispiel entwickeln. Und da hat Paolo netterweise eben sein Live-Projekt genommen. Und das fand ich so spannend, von Arbeitsphase zu Arbeitsphase zu verfolgen, dass ich ihn schon letztes Jahr gefragt habe, ob er nicht eine Live-Session im WMOOC machen möchte. Und das hat dann nicht geklappt, weil das Ganze auch in einer heißen Phase im Unternehmen war, wo man vielleicht dann doch noch nicht so gerne so öffentlich drüber redet. Mittlerweile hat sich, glaube ich, oder ist es eben nicht mehr eine heiße Phase, sondern eine sehr produktive Phase. Und ich bin schon sehr gespannt, was du erzählst und was seit der Zeit, als wir im Studium drüber gesprochen haben, sich bei dir alles entwickelt hat. Dann übergebe ich mal das Wort an dich, Paolo. Ja, vielen Dank, Gabriele. Ja, das war das Thema Wissensmanagement immer sehr spannend. Und war für mich auch nicht nur eine, so eine Theorie-Veranstaltung, das Modul Wissensmanagement, sondern auch wirklich eine so berufsbegleitende Weiterentwicklung. Und die, wie gesagt, ich bin Corporate Learning Director bei Mediacom. Und für uns war dieses Thema Wissensmanagement eine der spannendsten und wichtigsten der letzten Jahre. Und ich denke schon, dass ein Blick in das Projekt zeigt, wie für das Unternehmen, wie viel sich verändert hat in den letzten 2 Jahren. Und wir können auch rückblicken auf 2 Jahre Erfahrung und auch die Anfänge jetzt wieder zurückblicken und sehen, was auch zum Erfolg beigetragen hat, was weniger erfolgreich war. Also wir können jetzt mit einem etwas abgekühlten Blick sehr schön alles besser als am Anfang reflektieren. Also der Schwerpunkt von dieser kurzen Vorstellung heute wird das Thema der Faktor Mensch in Wissensmanagement sein, weil unser Konzept war sofort klar ganz am Anfang. Wir haben eine sehr lebendige und sehr aktive Community an Wissensexperten. Wir haben schon eine sehr große Aktivierung bei unseren Mitarbeitern. Das Austauschen auch oder Affinität zum Austauschen von Wissen ist, aber wir machen das immer noch sehr analog. Und die Herausforderung war, die Digitalisierung nach vorne zu bringen, diesen Prozess, ohne den menschlichen Aspekt zu vernachlässigen. Also sich nicht auf das Digitale nicht zu stürzen und dann einfach auf eine Plattform vertrauen, sondern beide Faktoren Fokus haben, das heißt einmal das eine effektive, effiziente Wissensmanagement, Wissenskooperation und an der Seite natürlich den Faktor Mensch nicht aus dem Auge zu verlieren. Vielleicht ein paar Worte, was ist eigentlich eine Mediaagentur? Also Mediacom ist eine Mediaagentur, also man kann sich eine Mediaagentur vorstellen wie, ich würde sagen, ein bisschen so wie Amazon. Amazon erstellt selber keine Bücher oder keine Produkte, sondern bietet die Möglichkeit, derjenige, die ein Produkt suchen, das da zu finden. Und genauso sind wir als Partner von großen Marken, so wie Coca-Cola, IKEA etc., diejenigen, die helfen, eine Kampagne, eine Werbungskampagne zu planen und auch den Media-Einkauf, das heißt die Werbeplätze einkaufen und dann auch diese Kampagne planen wir tatsächlich, implementieren wir und auch
machen wir auch das Reporting dazu. Das heißt, wir produzieren selber nicht kreative Werbung, sondern wir sorgen dafür, dass die kreative Werbung, die von der Kreativagentur mit den Kunden produziert wird, also den Kunden werden dann große Marken, an die Konsumenten, an die richtigen Konsumenten gelangt. Das ist in wenige Worte die Aufgabe von der Mediaagentur. Dazu zu Mediacom. Mediacom gehört zu GroupM. Das ist der größte Mediaagentur der Welt mit verschiedenen Offices in alle großen Kontinenten. Und Mediacom gehört zu GroupM zusammen mit anderen vier Großagenturen, Essence, Wavemaker, Mindshare, und alle zusammen machen 40% des gesamten Markts. Das heißt, ist Mediacom sowohl Marktführer als auch als Teil von Mediacom einer der wichtigsten Akteure in diesem Markt. Und vielleicht ein paar Fakten. Mediacom an sich hat in Deutschland 5 Standorte, also Mediacom Deutschland, hat ca. 700 bis 900 Mitarbeiter, also es ändert sich natürlich in gewissem Umfang, je nach den Kundenprojekten, ca. 4 Milliarden Billings. Das heißt, der Budget, Marketing-Budget, das Mediacom von Kunden bekommt, um Mediakampagnen zu implementieren, und hat ca. 350 Kunden. Unter anderem zum Beispiel Mars, Allianz, Coca-Cola, IKEA, P&G, Opel. Also wir arbeiten auch zusammen mit den großen Monopolen, also wie Facebook und Google. Das sind praktisch unsere Lieferanten. Aber wir arbeiten auch zusammen auch sehr eng mit Amazon zum Beispiel im E-Commerce-Bereich. Und wir betreuen, wie man hier sieht, ein bisschen alle Arten von Werbung. Das heißt, sowohl Autoformen, wie man sieht, also Plakate, als auch Print, Online, Kino und TV-Werbung. Und am Anfang von diesem Projekt, das war für uns auch die wichtigste Frage. Wir haben noch Mitarbeiter, die sehr jung sind, die fangen mit uns an, mit Ausbildung oder nach dem Studium direkt, auch viele auch verlassen das Unternehmen. Also es ist ein sehr dynamisches Umfeld. Und wir haben uns am Anfang des Projekts, was ist das wichtigste Element oder die wichtigste Ressource, die wir haben im Unternehmen, auf den wir fokussieren wollen und müssen, wenn wir unseren Erfolg sichern wollen in die Zukunft. Und natürlich war für uns die Antwort, klar, das wissen unsere Mitarbeiter und unsere Mitarbeiterinnen. Das heißt, nicht Technologien, Prozesse, die kann man schnell reproduzieren, nicht auch schnell kopieren, sondern das Wissen, das Know-how und auch die Skills von unseren Mitarbeitern sind das wichtigste Element, dass wir am Ende die Kunden erfolgreiche Kampagnen laufen können. Und natürlich, das Wissen war unsere wichtigste Ressourcen. Und das passt auch zu unserer Philosophie und zu unserem Ansatz, People First, Better Results. Das heißt, wir wollen unsere Mitarbeiter in den Vordergrund stellen, und durch den Erfolg von unseren Mitarbeitern werden wir auch selbst als Unternehmen Erfolg haben. Das heißt, dieses Projekt ist nicht nur so eine am Rand geschehene Projekt, sondern eine der wichtigsten und auch zukunftsorientierten Projekte, die wir Unternehmen in den letzten Jahren gelauncht haben. Wir haben gesagt, dass Wissen von unseren Mitarbeitern ist für uns als Mediaagentur zentral. Und am Anfang von diesem Projekt stand zuerst mal ein großes Fragezeichen oder ein großes Problem, eine große Herausforderung. Am Anfang von 2017 standen wir vor einer großen Herausforderung, dass das Wissen sehr oft in Unternehmen in dezentral entsteht. Also wenn der Kundenberater mit den Kunden am Telefon ist und er wird gefragt, ist es jetzt mit TikTok, diese neue App, lohnt sich für mich als Marke da zu werben, der muss in der Lage sein zu wissen, was ist TikTok, was lohnt sich, welche Werbemöglichkeiten gibt es, also mit einem Tempo, die sehr schnell ist, also es kommt jeden Tag gefühlt, aber jeden Monat real Erneuerung in diesem Bereich, in Medien und Werbung, neue Kanäle, neue Möglichkeiten, neue Formate, und der Mitarbeiter, der mit den Kunden jeden Tag zu tun hat, der muss informiert werden, der muss informiert sein, und der muss auch in der Lage sein, auch schnell eine Auskunft für den Kunden zur Verfügung zu stellen. Aber dieses Wissen entstand vor diesem Projekt aufgrund von Zufall, würde ich sagen, und blieb auch in den verschiedenen Teams und Abteilungen. Das heißt, es haben sich verschiedene Wissenssilos aufgebaut und verschiedene Wissensinseln, die miteinander nicht kommunizieren konnten, weil natürlich bei 5 Standorten, bei einer sehr
relativ große Fluktuation, ca. 20% Mitarbeiter. Es ist groß, dass die Gefahr, dass natürlich dieses Wissen verloren geht oder schnell woanders geht oder dass man weiß, wo man das wieder finden kann. Zweite große Problem, das wir in Unternehmen hatten, ist durch diese Mitarbeiterfluktuation eine große Wissensverlust haben, wenn Mitarbeiter intern wechseln oder extern. Und die dritte große Herausforderung war für uns, dass die Experten, die wir in Unternehmen haben, die wir auch zahlreich in Unternehmen und im Netzwerk haben, zwischen GroupM und Mediacom, wir haben Experten in allen Bereichen von regionales Marketing bis zu Marktforschung, bis zu Programmatik. Also diese Experten konnten natürlich nur begrenzt ihr Wissen weitergeben und nicht mit dem Tempo, den wir gebraucht haben, um neue Kollegen einzuarbeiten oder einfach neue Trends zu erfassen und das Wissen auch für alle zur Verfügung zu stellen. Mit diesen großen drei Herausforderungen haben wir auch gesagt, das Wissen, wie wir jetzt die Art und Weise, wie wir Wissen teilen, ist nicht mehr angemessen. Ich denke, das ist jetzt nicht nur für uns, aber für viele Unternehmen noch ganz normaler Fall, dass man einfach so das Wissen verteilt. Eine E-Mail an alle mit ein paar PDF, ein paar wichtige Informationen und nachdem es gesendet wurde, versenden und vergessen, ist nicht mehr findbar oder schwer findbar, wiederfindbar. Also zuerst mal hat man keine Zeit, alle E-Mails zu lesen, die Kollegen schicken. Zweitens, noch wichtiger, ist nicht immer alles relevant. Im Moment, der Kundenberater, der am Telefon mit den Kunden ist, hat vielleicht im Moment kein Interesse oder keine Anfrage über dieses Thema. Und natürlich sieht die E-Mail, aber dann sortiert es wieder aus und danach verliert sich diese E-Mail in den großen Outlook Blackbox, sage ich mal. Und zweitens, die Mitarbeiter, die einen Monat danach in Unternehmen anfangen, haben natürlich von dieser E-Mail nie was bekommen und natürlich wissen nicht von dieser E-Mail und die sind natürlich komplett raus aus dieser Wissenskommunikation. Also das war unsere Art und Weise, wie wir zum Beispiel das Wissen geteilt haben. Ein zweiter Weg, wo wir Wissen geteilt haben, war natürlich durch unser Trainingprogramm, unser Onboarding-Programm. Wir haben ein Onboarding-Programm, mit dem wir neue Mitarbeiter on board bringen und das kostet uns 1740 Stunden, geteilt in Academy, Digital Fellowship. Also ein sehr großer Aufwand, was in analoger Wissenskommunikation auch geschieht. Und das kostet nicht nur Zeit, weil die Kollegin muss dieses Wissen auch in Face-to-Face-Sessions zur Verfügung stellen, sondern es ist auch wiederum, kann nicht alle erreichen zugleich, alle Standorte, man muss die Termine organisieren, etc. etc. Also sowohl per E-Mail in unserer digitalen Form als auch Face-to-Face war unsere Wissensvermittlung oder Wissenskooperation nicht effizient. Und die Folgen kann sich jeder schon denken, das Wissen, das auch gut und wichtig ist, für viele Teams bleibt in dem Team, wo es geboren ist. Wissen ist nicht ad hoc verfügbar, das heißt on demand, wenn ich es brauche, sondern wird es sozusagen auf Vorrat gespeichert oder angeeignet, was natürlich immer der schlechteste Weg ist, weil so geht auch sehr schnell vergessen. Serverlaufwerke bilden ein großes Wald an Dokumente, die auch SharePoint-Laufwerke, also es ist ja nicht nur Server auf SharePoint-Seiten, die werden nach einer Weile so unübersichtlich und regelmäßig überfüllt. Also auch die IT freut sich nicht drüber. Und dieses Wissen ist vor allem nicht klar, wie weit ist dieses Wissen noch aktuell, noch brauchbar oder schon veraltet. Ein dritter Punkt, den ich hier interessant finde, das wird ein bisschen vergessen, ist, Wissen zur Verfügung zu stellen, bedeutet auch nicht, dass Wissen konsumiert wird. Tatsächlich, wenn Wissen in Form von einer 10- oder 50-seitigen PDF zur Verfügung gestellt wird, es ist natürlich sehr niedrig die Chance, dass jemand sich das die 100 bis 10 Seiten, 10 bis 100 Seiten liest. Und natürlich diese ganze Wissenskooperation, wie es damals noch, hat enorme Kosten in Zeit- und Personalaufwand. Also man stellt was zur Verfügung, aber man weiß nicht so genau, wie effektiv und man erreicht nicht das Ziel, das man eigentlich hatte. Deswegen war für uns klar, wir wollen jetzt etwas ändern. Entweder ändern wir was oder werden wir nicht mehr in der Lage sein, das Wissen, das wir selbst produzieren, zu nutzen, auch zum Business, zum monetären Erfolg der Firma zu bringen. Und da haben wir eine Vision entwickelt,
eine Vision. Wir wollten eine Art von, für uns war noch alles unklar in der Gestaltung, aber klar in der Richtung. Wir wollen eine Art von Wikipedia, das heißt, eine Möglichkeit, dieses Wissen für alle online abrufbar zu machen, genau wie eine Wikipedia strukturiert. Wir hatten auch die Idee, genauso wie bei Google, man muss etwas eingeben und es kommt etwas raus und das ist relevant für mich. Und wir brauchen etwas auch ein bisschen wie YouTube. Also wenn heutzutage jemand eine Information braucht, wie man ganz praktisch eine Fahrradkette am Fahrrad wieder montiert, dann geht er nicht zum Fahrradhändler, sondern er guckt in YouTube schnell, was für Videos, was für Tutorials zur Verfügung stehen. Und in 5 bis 10 Minuten hat er das minimale Wissen, um sich zu orientieren. Also in dieser Form wollten wir auch mit dieser Einfachheit, wollten wir auch das Wissen zur Verfügung stellen. Und so ist es Basecamp entstanden. Also Basecamp als der zentrale Ort unserer Plattform, unserer Wissenskooperation Plattform, wo wir zentral das Wissen abspeichern, auf den neuesten Stand halten und kontinuierlich ergänzen. Mit einer Google-ähnlichen Struktur, also man kann sich auch anschauen, es ist wie, man geht es ein, etwas ein und wird einfach gefunden, wird so eine Ergebnisse durchgesucht. Die Seite sind aufgebaut ähnlich wie eine Wikipedia-Seite, also sehr übersichtlich und auch mit YouTube-inhaltlichen Formaten, das heißt, wir haben viele Videos auch produziert mit den Experten. Wir haben noch die Experten gefragt, dass sie nicht nur PDF, sondern wirklich auch das auch visuell gestalten, also multimedial. Und das ist unsere Wissenskooperationstool für das Austauschen von Wissen. Das wäre nicht möglich gewesen, ohne natürlich den Beitrag von allen unseren Mitarbeitern einerseits, andererseits auch noch unsere Wissensexperten. Bevor ich ein bisschen zu diesem Thema gehe, wollte ich kurz ein Video zeigen, der in circa 60 Sekunden einen Überblick gibt, was ist Basecamp bei Mediacom und wie Basecamp aufgebaut ist. So, das war nur ein sehr kurzer Überblick. Man hat schon gesehen, dass einer der wichtigsten Faktoren, also die wichtigsten Faktoren für den Erfolg, ist gewesen, dass wir eine Experten-Community, eine Fachexperten-Community zusammen definiert haben, aus unseren Mitarbeitern, aus der erfahrensten, auch mit dem großen Fachwissen, dass diese Experten-Community sich im Zentrum von diesem Projekt gestellt haben. Ein anderer wichtiger Faktor ist, dass wir Formate und Inhalte produziert haben, so affin wie unsere Zielgruppe. Und drittens, dass wir auch eine kontinuierliche Kommunikation als wichtiger Erfolgsfaktor eine große Rolle gespielt hat. Also diese drei Faktoren sind zuerst mal nicht aus der IT-Seite gekommen, sondern aus der Betrachtung des Faktors Menschen. Und auf dem ersten will ich es speziell eingehen, indem ich auch das dir kurz zeige, eine von unseren kurzen Videos, also ein paar Beispiele von unseren Expertenvideos. Also das sind nur drei Beispiele natürlich. Wir haben zusammen in meinem Team in Corporate Learning mit den verschiedenen Autoren, mit den verschiedenen Fachexperten gearbeitet und auch sie ermuntert, ihr Wissen zu teilen, auch in dieser Form, in der Videoform, in der Form von kleinen Videotutorials, Screencasting oder kleine Erklärvideos. Und wir haben auch praktisch diese Experten-Community nicht nur gesehen als Inputgeber, als Fachinhalte-Inputgeber, sondern wirklich als Vorreiter von diesem Projekt, das Zentrum, das Kern von diesem Projekt, in dem diese Fachexperten
Das sind die erste gewesen, die an diese Projekt teilgenommen haben, die auch beigetragen haben und auch diese Plattform genutzt haben und ihr Wissen zur Verfügung zu stellen. Die waren auch zugleich die Vorbilder von diesem Projekt. Das heißt, es war auch die, ich würde sagen, die Gesichter von diesem Projekt. Was einerseits hat sie zu Treiber von diesem Projekt, auch zu Sponsoren, also zu Brand Ambassador, wie man schon sagt, von dem Projekt. Und andererseits auch eine sehr große Beliebtheit für diese Inhalte, auch von dieser Plattform gebracht hat, weil es war für sie, für unsere Mitarbeiter auch schön zu sehen, dass man genau den Experten, den im Video gesehen hat, auch in der Kantine treffen konnte, in dem Flur, in dem Meeting. Also man hat diesen Wiedererkennungswert, hat wirklich sehr viel zum Erfolg von der Plattform gebracht. Diese Videos waren auch authentisch, die waren auch schon mit der Person, die waren jetzt nicht in einer akustischen Situation, sondern in einer normalen Situation. Also die haben einen großen Authentizitätswert und auch eine große Identifikationswert. Also die Fachexperten genauso wie die Kollegen, die Endnutzer im Feld sind und mit Kundenanfragen konfrontiert sind, teilen sie auch den gleichen Kontext, die gleiche Leiden und die gleiche Sorgen und die gleiche Freuden. Ich denke auch für die Experten war noch wichtig, dieses Video war auch ein Teil von Wertschätzung. Also wir wollten auch, dass Sie selbst in diese Videos erscheinen, weil es war auch eine Art zu erkennen, das Wissen, das Sie haben, also Ihre Rolle in der Form unseres Unternehmens noch, Ihre Rolle auch für die anderen Kollegen. Die sind von daher auch persönlich erschienen und die haben auch ein Element der Wiedererkennung und auch der Wertschätzung bekommen von der Firma und von den Kollegen zugleich. Wenn man sich anschaut, wie dieses Projekt sich entwickelt hat, auch mit dem Erfolg, also mit den von der Achse sind natürlich die Zeiten des Projekts, von anderen die Anzahl der Suchen, Search and Views. Man kann sehen, wir hatten 2017 angefangen, Januar 2018 war der erste große Treffen. Dann haben wir praktisch zuerst mal das rechtliche oder das IT geklärt und dann haben wir schon das Projekt im Januar gestartet, 2018. Mit einem sogenannten Scrumathon, das heißt, wir haben die beste Expertin in unserer Firma gewählt, wir haben die alle in einen großen Camp gebracht. Wir haben uns in diesem Tag sowohl das Projekt vorgestellt, ihre Rolle erklärt, sie auch motiviert, an diesem Projekt teilzunehmen und auch sie zuerst mal geschult. Und am zweiten Tag haben wir das genutzt, um die Experten miteinander, dass sie sich austauschen. Und dann auch die Struktur von dieser Plattform, zuerst mal die grobe Struktur zusammen definieren und die erste Inhalte selbst hochladen. Einerseits hat er einen Trainingseffekt, also wir haben das gesehen, wie das funktioniert. Andererseits haben sie auch selbst gesehen, was sie auch am Wissen besitzen, kann es schon sofort online zur Verfügung gemacht werden für die anderen. Dann haben wir in dieser Phase auch Feedbackrunden immer mehr diese Presettings verifiziert, geprüft bis zum tatsächlichen Start in April, Mai, der offizielle Start mit allen Mitarbeitern, wo wir auch unterschiedliche Kommunikationswege gegangen sind. Also zuerst mal die verschiedenen Gremien und Unternehmen, Geschäftsführung, Client-Lead-Meeting und dann All-Employee-Meeting, dann ein paar E-Mail mit offizieller Kommunikation vom Geschäftsführer etc. Und dann ist das Projekt offiziell dann im April, Mai gestartet. Wir hatten schon Content in der Plattform. Zugleich haben wir gestartet auch eine intensive Kommunikation mit den End-User und auch mit den Experten. Das heißt, wir haben die Community der Experten jetzt nicht einfach verlassen, ihr Schicksal verlassen, sondern wir haben eine Kommunikation gepflegt, die bis zum jetzt Februar 2019 plötzlich gedauert hat, so eng und jetzt so weitergeht. Und auch mit den End-User haben wir eine Kommunikation in Form von Newsletter einmal im Monat angefangen, die auch so getaktet war, dass sie praktisch bis jetzt im Februar 2019, also ein komplettes Jahr lang, wir haben sie mit Informationen versorgt. Also die eine Community haben wir mit Newsletter versorgt, die Experten-Community, um über die Erfolge der Plattform selbst, über die mit den Experten-Themen versorgt. Die End-User haben wir
deine Newsletter informiert und über die Inhalte, die neu auf der Plattform waren, die interessant waren für die alltägliche Arbeit und auch für die neuen Videos von unseren Experten, die nach und nach erschienen sind. Das heißt, wir haben eine kleine Quick Wins immer beworben in dieser Newsletter. Das war natürlich eine Plus-Situation, eine Win-Win-Situation für die Experten, die auch ihre Videos auch beworben und für eine große Verbreitung gesehen haben, das auch für die End-User, weil die haben natürlich das Wissen in dieser Form auch bekommen. Und wir haben auch unterschiedliche Aktionen. Wir hatten zum Beispiel eine, diese Aktion war der Christmas-Kalender. Wir haben das genannt, das Wissenskalender. Genauso wie einen Adventskalender hatten wir jede Woche eine in Adventszeit eine Frage, eine Videofrage. Und man könnte sie natürlich beantworten, indem man diese Frage in unserer Plattform gesucht hat, die Antwort gesucht hat und dann den Link an uns geschickt hat. Und man konnte am Ende ein kleines Gutschein, 10 Euro, gewinnen, denn der User, der das, die Lösung gefunden hatte und der Experte, der die Frage formuliert hatte. Also eine Win-Win-Situation sowohl für den End-User als auch für den Fachexperte. Und damit war natürlich auch klar die Idee, wir wollen auch zeigen für die Experten, dass es gibt einen Nutzen, so eine Plattform zu nutzen oder Videoformate zu produzieren. Man kann sehr schnell Wissen verbreiten und aneinander mit anderen verteilen und auch sehr effizient. Auch man spart Zeit in mittel- bis langfristig. Und für die End-User war auch klar, in dieser Plattform kann man auch sehr schnell finden, was man sucht, ohne viel zu fragen, ohne viel zu viel Zeit zu verlieren. Auch. Diese kleine Aktion war natürlich eine in der monetären Ausprägung sehr, sehr limitiert. Also 10 Euro Gutschein ist für uns aber nicht auch intern kein großer Preis. Aber wir wollten auf jeden Fall ein kleines Zeichen, eine kleine Geste der Wertschätzung, der Anerkennung für alle, die auch teilgenommen hatten. Und ja, natürlich auch ein bisschen die Motivation auch und die Bekanntheit der Plattform weiter gesteigert. Und wir sind auch praktisch bis jetzt dieses Jahr, im Juni, April bis Juni, wo wir auch ein Konzept als Basecamp, als Community der Community ist auch gestartet. Aber das wäre innerhalb von der nächsten Veranstaltung, vom nächsten Video. Was uns wichtig war in dieser Launchphase, war, dass einerseits die Experte-Community durch vier Wege motiviert haben, mitzumachen. Zuerst mal mit Kommunikation. Wir haben gesagt, wir haben noch regelmäßige Newsletter einmal im Monat mit Tipps, wie man Artikel erstellt, wie man Artikel schön gestaltet. Wir haben noch mit einer physischen Teilnahme an Events, also die Scrummathon, wir haben noch einen Kickoff extra für die Experten, einen offiziellen Launch. Also wir haben noch Face-to-Face-Meeting gestaltet, wo die Community auch sich selbst miteinander, die Menschen auch kommuniziert haben und sich ausgetauscht haben und ihr Feedback geben konnte, nicht nur so ein paar Tools. Wir haben sie mit Informationen und Training auch immer versorgt. Und wir haben auch eine Online-Zertifizierung, natürlich eine Video-Zertifizierung, damit die Neuen, die kommen, sofort seit dem ersten Tag wissen, wie es geht, damit sie direkt aktiv werden in dieser Community. Und dabei werden auch einen kleinen Termin mit mir auch angebunden mit einem Blended-Einsatz. Wir die Motivation in der Plattform erklären für die neuen Experten. Und wir haben auch Gamification, also Challenges genutzt, um die Motivation der Experten zu steigern und dann immer zu natürlich hochzuhalten. Ein Beispiel von diesen kleinen Kampagnen ist hier. In unserer Newsletter hatten wir für jeden Monat ein unterschiedliches Thema. Wir hatten zum Beispiel am Anfang werde Influencer, die andere richtig impfen, also ganz klar gesagt, du bist Experte und du bist eine unserer Brand Ambassador für diese Plattform. Gesicht zeigen hatten wir, 50 Shades of White, damals war der Film noch bekannt oder so, war gerade erschienen. Also wenn man am schnellsten Artikel erstellt, das Auge ist mit, das heißt eine Kampagne, wo wir gefragt haben, Artikel, also wir haben Tipps gegeben, um Artikel, schöne Artikel zu gestalten, mit Videos, mit Bilder, wie man Bilder einbinden konnte, haben wir gezeigt. Und dabei hatten wir auch einen kleinen Wettbewerb. Die Experten-Community sollte die drei besten Artikel auswählen und wir hätten die dann die drei besten auch prämiert. Haben wir auch gemacht. Also die Autoren selber haben sich miteinander beurteilt oder haben so entschieden, abgestimmt.
dann Zeig Gesicht, wo wir ein kleines Video, 60 Sekunden, wo die Autoren sich selbst präsentiert haben und gezeigt haben, was sie bei Mediacom machen, welche Expertise im Bereich sie tätig sind und was es da auch, wann sie die Kollegen kontaktieren können, für welche Fälle sie kontaktieren können. Und auch unser Wissenskalender, unser Adventskalender auch. Also wir haben auch diese Newsletter auch mit thematisch gestellt und auch mit diese Challenges, weil wir denken, es bringt mehr, wenn natürlich intrinsische Motivation und auch Identifikation mit diesem Projekt entsteht, weil dieses Projekt ist ein Tool, eine Plattform, ein Werkzeug der Autoren und nicht ein Werkzeug von Corporate Learning Abteilung, um Wissen in der Firma zu verteilen. Und wir haben auch, das ist ein Beispiel vom Weihnachtskalender, jetzt von einem Adventskalender. Sie sehen das jetzt in einer von diesen Fragen. Das waren Beispiele, wie wir den Interesse der Nutzer geweckt haben. Wir haben natürlich den Newsletter, wie wir schon gesagt haben, den Adventskalender. Wir haben noch natürlich den Plakataktionen in einer Art von Guerilla-Marketing, also Plakate mit unterschiedlichen Themen gehängt einfach. Auch eine Toilette, weil es ist einer der Orte, wo man am meisten Wissen verbreiten kann, weil Informationen werden auch sehr oft gelesen und sehr gut gelesen. Und oder natürlich in den Flur, Natur. Und wir haben natürlich diese das Basecamp, unsere Wissenskooperation, Plattform, Projekt in unsere Programme eingebunden, sodass jeder, der neu kommt in der Firma, davon informiert ist und dann direkt vom ersten Tag an das nutzt und davon profitiert. Also wir haben auch die Nutzer mit verschiedenen Aktionen, Informationen und Kommunikation und auch mit Involvement, also mit eingeplant und auch tatsächlich ein ganzes Jahr mitversorgt. Eine der Wirkungen, die wir, kann ich ja zeigen, das hat nicht nur eine Motivationswirkung, sondern auch eine quantitative monetäre, was auch wichtig ist bei Unternehmen, ist, wir haben reduziert die Anzahl der Stunden, mit denen wir das Wissenstransfer machen, um 40% circa. Das heißt, wir haben über die alle Programme hinweg unsere Wissenstransfer nicht vermindert, sondern gleich gehalten, aber mit weniger Zeit. Natürlich ist am Anfang eine Investition, eine Tutor zu erstellen für uns in Corporate Learning mit den Fachautoren. Aber wenn man sich anschaut, wie oft das Video dann gesehen wird, nachdem es veröffentlicht wird, sieht man sofort, dass das Break-Even-Point sehr schnell erreicht wird. Ganz einfach mit einer Veranstaltung face-to-face kann man viel weniger Leute erreichen als mit einem Video, der natürlich mehrmals gesehen werden kann. Wir haben natürlich nicht das Face-to-Face, also unsere analoge Wissensvermittlung eingestellt. Wir haben das nur integriert mit einer digitalen Komponente und wir haben auch die abgestimmt und angepasst digitale Komponente. Also wir haben jetzt nicht alles auf digital, sondern wir haben das jetzt eine gute Balance, finde ich, und eine sehr erfolgreiche Balance. Und am Ende, das Fazit für mich ist, klar, wenn man eine nachhaltige Wirkung anstrebt in einem Wissenskooperationsprojekt, ist der Faktor Mensch nicht nur eine der vielen Faktoren, die man mitdenken muss oder mit denen man auch nutzen kann, um den Erfolg zu bewirken, sondern wirklich der wichtigste Faktor. Also wenn es nicht im Mittelpunkt des Projekts steht, sind die Chancen auf Erfolg sehr gering. Und umgekehrt, wenn man auf Information, Motivation, Teilnahme und Kommunikation setzt in so einem Projekt, hat man sehr gute Chancen, dass das Projekt akzeptiert wird, dass das auch Bekanntheit gewinnt. Bekanntheitsgrad wird größer und auch die Penetration in Unternehmen und am Ende wirklich die Wirkung des Projekts selber groß und größer wird. Und vielleicht als konkreter Abschluss, ist Blick ein bisschen in die Zahlen. Bis jetzt haben wir nicht nur für Mediacom, auch für unsere Holding, wobei haben wir 1378 Nutzer mit an Bord. Das sind alle User, die sich einmal angemeldet haben. 82 Experten, also Tendenz ist immer 79, 80, auch da ändert sich ein bisschen. Wir haben in einem Jahr schnell 1000 Artikel erreicht. Wir sind jetzt ein bisschen auch heute 1300 eigentlich. Also wir haben eine ganze Menge auch Know-how, der abgespeichert wird und kontinuierlich auf den neuesten Stand gebracht wird. Und wir haben ca. 100 Searches pro Tag, was heißt für uns 132 Reads. Reads bedeutet, es wird etwas geklickt, ein Artikel, und es ist länger als 10 Sekunden gelesen. Das heißt, wir vermitteln damit
Wir ermitteln damit, ob der Artikel wirklich passt zu der Suche, weil es wird geklickt. Es wird nicht weggeklickt, sondern es wird auch weitergeklickt für länger als 10 Sekunden. Und dabei können wir sehen, ob wirklich das Wissen der Mitarbeiter reicht oder verloren geht. Wir haben noch ca. 400 Nutzer, also es ändert sich auch hier ein bisschen stark, aber wir haben noch ca. ein Drittel der komplette Nutzer, der totale Nutzer, was für uns auch unsere Zielgruppe war, weil wir haben ja natürlich in Unternehmen auch Mitarbeiter, die nicht mit Kunden, mit Mediafachwissen, wir haben noch Empfangsmitarbeiter, wir haben noch Buchhaltungsmitarbeiter, also wir haben noch Mitarbeiter, die nicht direkt mit den Fachmedien, mit diesen Themen sich beschäftigen. Was auch mir persönlich auch sehr viel Freude gebracht hat, ist, dass wir haben in unserer letzten Umfrage im Mai 2019 die gefragt, was ist das Tool, mit dem, dem du am meisten zufrieden bist. Und die Skala war von sehr schlecht, schlecht, okay, gut und sehr gut. Also wir haben gut und sehr gut, haben 80%, also 78,1% der Mitarbeiter geantwortet. Also wir sind längst das erfolgreichste Tool bei unseren Kollegen, weil wir haben nicht nur etwas geschafft, das Nutzen hat und Wirkung hat, sondern auch etwas, das auch eine menschliche Touch hat und auch eine Wertigkeit für die Arbeit von Experten und eine Wertschätzung auch für die Arbeit von unseren Mitarbeitern ein bisschen auch zum Ausdruck bringt. Natürlich sind wir nicht am Ende unserer Reise, sondern eigentlich Wissensmanagement ist eine offene Reise. Wenn man angefangen hat, das ist das Gute, nicht das Schlechte, aber das Herausfordernde ist, dass wenn man angefangen hat, muss man dranbleiben, weil es ist dann, erst dann fängt die Reise. Weil wir sind bestimmt nicht am Ende unserer Reise, bestimmt nicht am Ende unserer Wissensmanagement-Möglichkeiten oder auch unserer Wissenskooperation haben wir nicht komplett ausgeschöpft, sondern wir haben noch viel zu verbessern, viel neu zu lernen und viel neu noch umzusetzen. Und wir wollen es auch. So, das war's eigentlich für heute, was ich in dieser Veranstaltung auch mitteilen wollte. Würde ich mich freuen, wenn es so Fragen gibt. Ich habe als erste Frage, wie werden denn bei euch die Videos aufgenommen? Wer kann die reinstellen? Wie läuft denn der Prozess, dass so ein Videobeitrag da überhaupt reinkommt? Also das machen wir alles intern. Wir haben noch, weil wir eine Medienagentur sind, haben wir zum Glück professionelles Equipment, also eine Kamera, Hotspot, einen Videoraum haben wir. Deswegen haben wir das mitgenutzt, als ich angefangen habe, mir gesagt, toll, können wir auch mitnutzen. Und wir machen das alles intern und die Videos werden sehr gut angenommen von den Mitarbeitern selbst, wie auch für den Enduser. So, dass wir jetzt sogar Videos für Kundenpräsentationen machen. Also wir haben noch kleine Videos gedreht, wo wir erklärt haben etwas, wo einer der Experte etwas über seine spezielle Expertise erklärt hat, weil es ist von der Art und Weise sind sehr verdaulich, sage ich mal. Also 2 Minuten, 1 Minute 30, 2 Minuten. Also kurz und knackig und auch dabei ist authentisch. Also es kommt ein Experte, der erzählt etwas, von dem was eine Ahnung hat und nicht ein Schauspieler, der einen Skript vorgelesen hat oder eine schöne Stimme, die aber eigentlich heute das macht und dann morgen macht Werbung für Seife oder Spüli. Also für mich eigentlich die Frage, solche Videos, das scheint mir in unserem Wissensseminar, das wir gehabt haben und jetzt auch in dem Vortrag, ist das, glaube ich, so eine Schlüsselposition. Was muss man tun, um Videos, die halbwegs, weiß ich, professionell erscheinen, was muss man da an Zeit investiere oder was wird da an Zeit investiert? Ja, also man, ganz banal, man muss Leute haben, die das können, einfach, die wissen, wie es geht und man muss auch minimal Equipment. Aber ich muss ehrlich sagen, was Equipment angeht, kann man mit sehr vielen, wirklich sehr, sehr kleinen Investitionen eine sehr gute Qualität, weil die Idee ist natürlich nicht, eine Fernsehproduktion zu machen, sondern ein authentisches Video, eine Art von User-generated Content oder Experts-generated Content. Und dass es nicht alles perfekt ist, so wie im Fernsehen, ist so gut und gut angenommen, weil es geht auch diese Authentizität für diese spezielle Zielgruppe, für die spezielle Zielsetzung. Und von Tools, ich würde sagen, eine gute Kamera oder ein Handy, also ein iPhone, also mit einer guten Kamera, aber gibt es jetzt heutzutage wirklich Handy, die wunderbare Kameras haben?
Beleuchtung, also zwei Lichter und dann ein Programm zum Schneiden. Also das ist grundsätzlich von Investitionen. Dann natürlich das Know-how. Man muss natürlich ein kleines Storyboard erstellen und dann, wir helfen dabei als Corporate Learning, sowohl in einem Briefing, also wir begleiten das Projekt, das kleine E-Learning-Projekt, wir entwickeln das von einem Briefing bis zur Konzepterstellung, bis zur Medienentwicklung, bis zur Finalfreigabe. Wir unterstützen Corporate Learning, mein Team, die Experten und wir entlassen sie auch von den technischen, von den gestalterischen. Das machen wir intern bei uns und das produzieren wir intern. Deswegen ist von den Kosten sehr begrenzt und von der Möglichkeit, das anzupassen, auch sehr flexibel. Das ist aber natürlich ein Nachteil von externer Produktion, ist, dass solche Videos nicht mehr veränderbar sind ohne zusätzliche Kosten. Was natürlich auch wichtig ist, nicht von Equipment oder von Know-how, ist das Format. Das Format muss zu der Zielgruppe passen. Das heißt, wenn die Zielgruppe, so wie unsere Zielgruppe, zwischen 17, 18 und 35 ist und auch gewöhnt ist an YouTube, an diese Videos, weil es in Social Media sind, passt so ein Format wunderbar, weil die natürlich tagtäglich davon Stunden konsumieren. Wenn man eine andere, bei Kunden, wenn so wirklich nur Vorstellung vom Produkt und es geht nur um das Produkt, also für eine Image-Video würde ich ein anderes Setup machen natürlich. Von daher, für unsere Zielgruppe, für unsere Zielsetzung ist das Format komplett zugeschnitten und passt es gut. Das ist, was man betrachten soll, ob es auch, welche Qualität braucht man und welches Format passt zu der Zielgruppe. Und natürlich auch ein anderer letzter Punkt ist natürlich die Länge. Also wir haben eine sehr klare Vorgabe. Wir wollen nicht mehr als 3 Minuten für Präsentationen mit Menschen und wir wollen nicht mehr als 5 Minuten. Dann brechen wir die Videos in kleine Subvideos. Aber wir wollen wirklich Mikro-Content haben, wo wir keine lange Webinar von 1 Stunde oder 2 Stunden haben. Also wir wollen sehr kurze, getaktete Inhalte haben. Hat das deine Frage beantwortet, Hansi? Ja. Ja, das ist super. Nee. Ja. Würde es mal interessieren, wie sowas aussieht, aber das ist jetzt unverschämt, ist Gott wahrscheinlich zu weit. Ja gut, wir machen das auch jeden Tag und es ist eine von unseren Teilen, von unserer Hauptaufgaben ist das die Leitung von diesem Projekt, also die strategische Leitung und auch, weil wir eine Agentur sind, müssen wir ein bisschen alles machen. Also nicht nur der strategische Teil der Implementierung auch und ich muss das wirklich zugeben, der Erfolg kommt von der Community. Wir haben so viele Experten, die auch Experten über Themen sind, die können auch 1 Stunde, 2 Stunden über ein Thema sprechen, weil sie das Thema kennen und für die leidenschaftlich wichtig ist. Und da haben wir einfach Glück, also ich habe einfach Glück, so viele Experten zu haben, die so auch teilungsfreudig sind und auch experimentierfreudig sind. Also so eine Zielgruppe hat auch Spaß, sowas zu machen und dann sich da im Video zu sehen. Auch wiederum eine Sache, die vielleicht die Generation, die zwischen 17 und 35 mehr so das Normale ansieht, ne? Eine kurze Video zu machen, ein paar WhatsApp zu schicken, als vielleicht diese Generation, die 50 oder plus, die vielleicht weniger, ein bisschen mehr Hemmungen hat, also ein Video von sich preiszugeben und etwas für sich auch so für andere auch zu teilen. Also es ist auch dieses Element nicht zu vernachlässigen. Also ich finde das super, wie das so funktioniert mit dem, ich nenne es jetzt mal wissenshungrig oder extrem wissensmotiviert. Die Frage ist dann, der Aufwand, der da insgesamt betrieben wird, ist doch dann recht hoch. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also eine der Fragen, die uns gestellt werden immer zu dem Projekt ist, wie aufwendig ist das? Und es ist der Aufwand, aber auch die Vorbereitung von einem Face-to-Face-Training ist ein Aufwand. Das heißt, wir haben das kalkuliert, auch tatsächlich berechnet. Wenn wir eine Frage beantworten, kostet 3 Minuten Zeit per E-Mail oder 5 Minuten am Telefon. Und wir haben die Anzahl der Male, die eine bestimmte Artikel gesehen wurde mit dieser Antwort an der Frage. Und wir sind schon drüber im Break-Even. Also wenn man das in der mittelfristig sieht, sagen wir so 3 Monate, ab 3 Monate zahlt sich von alleine. Weil auch 5 Minuten pro Mitarbeiter und jede 2 Tage bedeutet in 3 Monaten schon eine gewisse Größe. Und was die Video angeht, wenn man sich anguckt, die Stunden, die wir gespart haben auf diese, auf Jahresebene, das ist 40%
Das ist auch schon eine große. Also bei einer bis zwei Durchläufe von diesen Onboarding-Programmen ist schon ein Break-Even erreicht. Also am Anfang sind natürlich die Investitionskosten da, der Aufwand, aber dann wäre es veröffentlicht, dann gibt es einen Multiplikationseffekt, vor allem, weil wir fünf Offices in Hamburg, in Berlin, in München und in Düsseldorf. Und wenn wir denken, dass wir für so eine Veranstaltung, entweder sagen wir, das lohnt sich nicht, machen wir das nicht, also wir verzichten auf eine gewisse Teilung, oder wir sagen, wir organisieren das und dann müssen wir die Reisekosten und die Reisezeit einplanen, kann man sich schon bei zwei Onboarding denken, ne, was es kosten kann. Das Onboarding ist zentral, alles in Düsseldorf wird gemacht. Das heißt, die Trainees müssen extra kommen von München nach Düsseldorf und übernachten und für eine Woche hier bleiben. Das jeden Monat hat sich schon amortisiert. Okay, danke. Bitte? Gabriela hat jetzt was. Hm? Genau. Die Experten, Paolo, da würden mich zwei Dinge interessieren. Zum einen, wie identifiziert ihr Experten? Also werden die identifiziert durch die Führungskraft oder durch euch? Oder mache ich mich selber zum Experten, indem ich mich quasi melde und sage, ich will aktiv mitmachen? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, also erstmal natürlich eure Aktivierungskampagne, da sieht man, dass da Profis am Werk waren. Der andere Punkt ist aber, was denkst du denn, was ist tatsächlich das, was eure Experten nachhaltig motiviert? Also zu den Experten, wir haben uns wirklich gesagt, wir wollen einen Mittelweg gehen zwischen komplett Social Learning, das ist ein bisschen schon ein heikles Thema, ich weiß, aber das heißt, dass jeder kann was sagen und teilen. Und es gibt zwei, drei Leute und die haben die Last für eine ganze Firma zu tragen. Wir wollten einen Mittelweg gehen, deswegen haben wir eine breite Community, also 80 Leute sind viel, aber es ist geschlossen. Das heißt, nur diese Leute dürfen veröffentlichen. Die Leute werden gewählt auf Vorschlag der Vorgesetzten und die werden regelmäßig geprüft, wie viele Artikel auch sie produziert haben. Und wir haben für jeden Bereich auch wirklich eine Liste, auch die öffentlich ist, mit den Fachexperten, mit den Paten, die zuständig sind für die Qualität in einer bestimmten Kategorie oder Thema. Das heißt, das machen wir transparent und zugleich sind wirklich die Leute, die wir sagen, in Unternehmen, die meisten Führungskräfte, das ist wirklich ein Experte zu dem Thema, der kommt mit zu einem Gespräch mit den Kunden und den kenne ich. Also wir haben auch wirklich dabei auch viel Aufmerksamkeit, dass die richtigen Experten da sind. Das heißt, wir verteilen diese Last auf 80 Leute, nicht auf alle Mitarbeiter natürlich. Dadurch haben wir auch Qualität. Und wir machen auch Qualitätsrunde, auch wo wir auch fragen, die Experten, die Artikel, die nach einem bestimmten Ablaufdatum noch aktiv sind. Also das machen wir auch wirklich so, dass wir das Thema Qualität und Experten. Wir machen das auch transparent. Also es ist transparent zu wissen, im Basecamp steht eine Liste, wo man sehen kann, wer ist zuständig für welche Inhalte, wer ist Pate und wo finde ich die Kategorie. Also man kann klicken und direkt die Kategorie sehen, die er selber pflegt. Aber für die Inhalte stehen natürlich die Fachexperten. Also wenn einer zum Thema TV, zu GRP etwas schreibt, da muss er stehen, da steht auch sein Name im Artikel und das muss auch richtig sein. Und das ist auch derjenige, der kommt zum Kunde, zur Vorstellung von diesem Konzept. Also ich kann selber nicht entscheiden, ob er was fachlich schreibt. Er muss das selber, weil er natürlich auch die Rolle hat und auch die Kompetenz hat. Es ist transparent und auch sehr, sehr klar. Also, so haben wir die Experten gewählt. Und was die Nachhaltigkeit der Expertenmotivation, es gibt zwei Faktoren. Einmal ist die Motivation individuell. Am Anfang motiviert sie auch, Video von sich auch anderen zu geben. Also man ist sozusagen Autorität anerkannt. Langfristig aber spielt dann natürlich die Anerkennung durch die Führungskraft, auch durch die Kollegen, aber auch durch die Führungskräfte eine Rolle. Das heißt, was wir noch verbessern wollen, implementieren wollen, ist, dass auch die Führungskräfte diese Arbeit und diese Wertschätzung auch stärker in die Mitarbeitergespräche einbringen, dass sie auch sehen, die Arbeit, die du leistest, ist nicht nur etwas für die Kunden zu tun, sondern auch für deine Kollegen Wissen zur Verfügung zu stellen. Wir sind auch dabei, auch das auch zu stärken, dieser Aspekt, weil es auch etwas, das meiner Meinung nach nachhaltig hilft, dass die Mitarbeiter, dass die Experten am Ball bleiben.
Gut, ganz vielen Dank. Ich muss mit Blick auf die Uhr, habe ich jetzt noch eine abschließende Frage. Es läuft ja nie alles so perfekt. Du hast schon erwähnt, du würdest dir wünschen, dass die Vorgesetzten mehr mitmachen. Was gibt es denn sonst noch für Dinge, wo du sagst, das wird man gerne in den nächsten Jahren noch verbessern und wie und warum? Die Community, dass wir eine Chance haben, mehr Chance haben, als sie im Moment haben. Wir kommunizieren viel auch mit Newsletter, mit E-Mail. Wir haben uns am Anfang des Projekts sehr oft gesehen. Wir haben uns jetzt in den letzten Jahr, in den zweiten Jahr, ein bisschen weniger persönlich gesehen. Dass man stärkt diese Kommunikation, das soziale Element der Akteure, also der Fachexperten mit sich selbst. Also, dass die miteinander sich wahrnehmen, auch wenn sie nicht das gleiche Thema alle natürlich folgen, dass man auch sich erkennt, du bist Experte für TV, ich bin Experte für Print auch, dass diese Wertschätzung auch zwischen den Autoren auch ein bisschen stärker wird. Und da auch mehr Kommunikation und mehr auch, wie kann ich sagen, dabei auch mehr Engagement auch kommt. Das ist ein Punkt, den wir stärken wollen, also mehr Face-to-Face-Chancen, diese soziale Austausch zu fördern. Wie gesagt, auch die Qualität nach vorne bringen. Wir haben noch eine gemixte Social Learning, also nicht so jetzt frei, wo jeder was posten kann. Wir müssen immer die Qualität im Blick halten. Und was noch wichtig für mich ist, dass diese Part von Business Management auch von der Karriereseite, von der Personalabteilung, von der offiziellen Karriere auch anerkannt wird und nicht nur vom Vorgesetzten, sondern von Kolleginnen oder von den Leuten, die man kennt, dass man auch die Teilnahme an diesem Projekt auch tatsächlich eine zum Beispiel Elemente ist für Beförderung oder für die Karriereplanung kurz langfristig oder mittelfristig. Also das sind auch Themen, die noch komplett offen sind. Ganz vielen Dank, würde ich sagen, mit Blick auf die Zeit. Ich freue mich ganz sehr oder wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, so intensiven Einblick in eure Lösung gegeben hast. Und ganz vielen Dank und wir werden dann in den nächsten Tagen oder ich werde das in den nächsten Tagen dann bearbeiten und entsprechende Live-Session zur Verfügung stellen. Vielen Dank euch auch für diese Chance und hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. Gut, also vielen Dank. Danke dir, Paolo, das war super. Tschüss.